Hey ho, ihr Freunde der gepflegten Morgens-, Mittags- und Abendsunterhaltung. Ihr seid wieder schön eingeschaltet hier bei minenarbeit.de, weil wir spielen Minecraft. Ja, garantiert spannender als die Tagesschau. Wir haben zum Beispiel jetzt schon einen brennenden Zombie gesehen. Da kommt ihr genau richtig. Ein neuer Tag beginnt und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich schon gemacht habe. Hier dann nur ein Fenster reingesetzt, endlich mal hier diese Schmuddelecke auch beseitigt. Das Fenster wollte ich ursprünglich größer machen, das hat aber nicht geklappt. Wir haben jetzt schon den maximalen Raum unter unserer Eingangstreppe ausgenutzt. Hier noch eine Wiese, vielleicht mache ich da auch Gras drauf, das wäre schön. Hier da, dieser Bereich für den Pool, vielleicht können wir auch nachher schon mal Wasser holen. Hier der Sadomaso-Keller hat ein bisschen luftigeren Zugang bekommen. Na, mit einer hier bisschen außergewöhnlich schief stehenden Säule. Die ist jetzt hier nicht bündig und das ist auch so gewollt. Ich muss ja nicht alles immer ganz synchron haben. Die Decke hier, das bringt mich auf die Idee, dass wir die ja eigentlich immer so aushauen könnten. Obwohl, das geht, glaube ich, nicht gut, ne? Das geht nur hier so ganz gut. Da ist sie ja nur ein Felsen dick. Ja, gut. War nur eine Schnapsidee, ne? Sadomaso-Keller, weiß ich noch nicht, müssen wir noch ein bisschen, ne? Überhaupt. Ja, oben. Ah, hier bin ich mir nicht sicher, unser Zoo, ja. Das ist, ist auch gerade keiner da. Also, ich denke mal, das ist mir hier so ein bisschen zu eng. Ich möchte eigentlich diese Ecke weghaben. Ja, ich sag das nun mal so. So, dann war ich gerade oben dran. Ich nehme mal jetzt hier die Leiter. Sieht immer aus wie Zugfahren, ne, wenn man solche langen Leitern hochläuft. Wo bin ich denn? Ach ja. Guten Tag, wo kommen Sie denn her? Raus hier. Raus, hau ab. Los, spring in den Tod. Spring! Ach, das war gemein, ne? Viele halten mich ja für einen Sadisten, ne? Also, weiß auch nicht, wie die da drauf kommen. So, ich möchte jetzt einfach, ja, genau, ich habe hier so eine Idee, wie man das, diesen Balkon hier oben verkleiden könnte. Und zwar, ja, das seht ihr ja jetzt auch, ihr seid ja irgendwie voll bei der Sache, nehme ich mal an, ne? Gehe ich ja jedenfalls von aus. Dann habt ihr ja schon bemerkt, dass auch dieses Holzdach hier etwas neu ist. Also ein brandneues Holzdach und ich habe jetzt da einfach so eine Idee, wie man das verkleiden könnte, so irgendwie. Ich weiß nicht, noch einen drauf? Ah, das geht natürlich dann nicht, wenn ich das dann nicht mehr. Also entweder so oder so. Ich glaube, da muss noch eine Etage drauf. Das wird zwar richtig dekadent. Eigentlich habe ich gar nicht so viel Holz. Also jedenfalls kann ich nicht angefertigt. Ne? Holz habe ich natürlich in rauen Mengen, wie man da unten sieht. Ja? Alles meine Bäume. Mein Land. Okay, wo ist denn jetzt hier mal noch Dirt? So, jetzt falle ich hier runter. Das möchte ich gar nicht. Immer vorsichtig sein am Morgen. Ne? Wir hatten ja jetzt hier schon einige Zwischenfälle. So. Ach so, dann ist das doof. Nee, so will ich das gar nicht. Ach, so will ich das gar nicht. Ja, man muss das erstmal üben. Ich weiß noch nicht, ob das schön aussieht. Es soll ja nur so ein bisschen daran, uns daran hindern, ständig runterzufallen. So wie jetzt. Oh. Ein Schockerlebnis nach dem anderen. So. Klar, habe ich hier noch wenigstens eine Schippe dabei. Aber hallo. Ja. Mann. Jetzt komme ich da natürlich nicht ran. Ach, das ist ja wirklich. So, jetzt räumen wir hier. Ah, schon wieder alles voll. So, jetzt mache ich das mal so, dass ich hier raufspringe und dann versuche ich mal von der Seite da noch. Ja, das geht doch. Guck mal. So, dahin und dahin. Genau. Genau so ist es.
sollte dann auch noch schöner gemacht werden, ne? Und den Bereich da oben haben wir auch noch nicht. Ich wollte ja mal so über den Berg vielleicht einen Weg anlegen. Warte mal, da muss jetzt hier auch wieder ein. Machen wir hier einfach so eine Schicht. Ja, genau. Mal gucken, ob das jetzt hier irgendwie hinkommt. Oh, das passt genau. Ja, jetzt komme ich natürlich gar nicht mehr da rein. Jetzt muss ich hier lang. Ja, genau. Das kann wieder weg. Auch das können wir jetzt auch schon wegmachen. Da kommt dann direkt hier die nächste Schicht drauf. Und ich schätze mal, von unten sieht das da ziemlich cool aus. Ja. Jetzt sagt bloß nicht das Gegenteil. Ich bin so begeistert von meiner Idee. So. Ja, da muss ja dann noch direkt weitergemacht werden. Eine Schicht soll da nämlich noch dran. Und dann das soll da weg. Die sollen also wirklich. Ihr schreit jetzt wahrscheinlich, das geht ja gar nicht. Da ist ja dann Gravitation und dann fällt das alles runter. Die Stangen können doch nicht schweben. Doch, das können sie. Ja? Man muss da nur dran glauben. Das hat viel mit Fantasie zu tun. Ja, guck mal, das wie überhaupt sieht man überhaupt nicht, dass die jetzt schweben. Wir müssen da ja nicht hingucken. Es geht mir jetzt um Effekt. Wenn das jetzt irgendwie überhaupt nicht toll aussieht, dann muss ich mir da natürlich was einfallen lassen. Aber ich möchte diese Idee jetzt einfach nur mal realisieren. Hab ich denn da jetzt oben schon die Stangen drauf? Ja. Oh, jetzt aber wieder, ey. Oh, oh, oh. Ja, das kriege ich aber hin. So, guck mal, hier wieder ein. Der kann eh weg, den brauchen wir gar nicht. Ach so, das ist natürlich wirklich ein bisschen. Man sollte die irgendwie von unten auch anpappen können. Würdest du das bitte? Jetzt kommt der Rächer, ne? Das ist rächerscharf, weil ich eben eins runtergeschmissen habe. Tschüss. Boah, ich bin heute drauf, ne? Was mache ich denn mit den armen Schafen? Also, ich schäme mich auch ganz doll. Wirklich. Also jetzt ehrlich. Ja. Ja, und das war auch die Strafe. Ja, die folgt ja auf dem Fuß, wie man so schön sagt. Und hier folgt sie sogar im freien Fall. Essen, essen, essen. Essen. Naja, ne? Das seid ihr nur schuld, weil ich genau gemerkt habe, eure negativen Wellen, die ihr mir gesandt habt, weil ich die Schafe so ermordet habe, ja. Ich habe das sofort gemerkt, richtig gespürt in meinem Inneren, Buddlerherz, dass ihr mich jetzt verachtet. Ja, und das ist natürlich klar, dass ich dann auch runtergefallen bin. So. So, Moment, jetzt müssen wir noch eine Lage machen, dann haben wir doch gleich geschafft. Ach, und Holzzäune habe ich auch genug noch. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich habe so welche gemacht. Letzte Nacht noch schnell, ne? Aber ich achte da nie drauf. Ich zähle das doch nicht ab. Ich bin doch nicht bescheuert. Na, bist ja nur am Zählen oder Messen und so. Nee. Komm, das wird einfach hingehauen. Ne? So. Guck mal, dann bin ich schon hier mal mit ganz fertig. Vielleicht ja wenigstens oben drauf noch Wasser. Mal müssen wir mal gucken. Ich laufe jetzt mal nach unten. Das ist noch suboptimal hier mit der Treppe. Ah! Ah! Um Gottes Willen, habt ihr das gesehen? Hab ich denn unten die Türe offen oder was ist los? Ach du meine Güte, wo kommt der denn her? Oh. Jetzt werde ich aber für meinen Schafsmord bestraft. Also, war das denn überhaupt? War das die Etage? Oder ist da unten noch einer? Wo kam der denn her? Oh, ich bin völlig
Völlig aufgelöst. Das kann doch wirklich sein. Haben wir so eine unsichere Höhle hier gebaut? Es ist doch gar nicht so dunkel. Ah, das ist ja wieder so ein Geheimnis. Ah, ich dachte, da wäre einer. Das sieht das Grüne, das sieht so aus wie so ein Springwurm. Also das ist ja noch nicht zu fassen. Ich bin völlig. Ich werde schon fast hysterisch. Ich werde ihm hier fast so. Ah, gut, dass ich über die Leiter gegangen bin. Dann da guck mal, da wenigstens so direkt runter. So über die Leiter, über die Treppe wäre ich dem ja in die Arme gelaufen. Das hätte ja übel enden können. Außerdem wird es gerade dunkel. Ich wollte doch noch gucken gehen, wie das aussieht da oben. Ja, von unten sieht das natürlich jetzt überhaupt nicht so toll aus. Ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt darauf so festlegen sollten. Naja, ich sag mal, es ist wieder ein Bauschritt mehr. Wir sind wieder eine Erfahrung reicher. Ja, und meine Güte. Ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen checken. Was war das denn? Ach, hier ist so ein Geräusch. Ah, nee. Ah, hier, das Wasser wollte ich noch angleichen. Ne? Dass diese Festströmung hier drin. Boah, finde ich jetzt für den Schafsbrunnen jetzt nicht so gut. Wenn das jetzt so irgendwie, wenn man das jetzt hier runterginge, ne, irgendwie, dann irgendwie, irgendwo, irgendwie, ne? Ne? Halt dann irgendwie. Aber so. Ja, also hier. Ah, ich brauche dringend, ich muss mal eben Fackeln machen. Das ist doch nicht zu fassen. Wo kam der her? Der war hier auf dieser Etage. In unserer Kuschelecke. Das scheint hier so eine richtige Touristenattraktion zu werden. Der muss hier gespawnt sein, das geht nicht anders. Und da fällt mir ein, ich brauche dringend halt mal Fackeln, ne? Das ist ein bisschen wenig, was ich hier so habe. Hab ich eine Kohle da gerade in der Tasche, ja. Na, guck ich mal, dass ich das hier alles mal eben so gut es geht. Ach, guck mal, das passt genau. Komm, das hauen wir alles weg. Das muss alles hier verarbeitet werden. Ne? Material muss arbeiten. Also, vielleicht 20er Packungen, die können wir jetzt hier mal. Ne, das ist ja schon crafted. Dann kommt das in die Crafted-Kiste. Das Glas lassen wir mal wieder hier. Denn ich wollte euch ja mal die neue Koteletts brauchen wir auch mal schnell. Dann schaffen wir das vielleicht noch gerade so ein bisschen, bevor die Zeit wieder abgelaufen ist. Ja, dann, dass wir schnell mal noch, dass ich euch, wir haben da eine Höhle nebenan. Also viele Leute haben mir halt geschrieben, dass sie Dungeons entdeckt haben ohne Ende. Ja, auch direkt neben der Wohnhöhle hier. Wir haben das ja schon gesehen in der Folge 25, dass es echt feste voll ist hier überall. Ne? Also das ist, wir haben Dungeons. Also wenn nochmal jemand kommt und sagt, oh, ich finde ja nie Dungeons in Minecraft, wie findet man denn Dungeons? Ne, das, dann zeige ich aber ganz diskret mal einfach mit dem Vogel. Mit dem Vogel? Ich zeige mit dem Vogel. Ja gut. Also ich bin der, der mit dem Vogel zeigt. Das finde ich gut, das merke ich mir. Also, ne? Widerspruch auf unserer Skala. Hier bin ich, hier hab ich halt, ich habe Spinnen gehört, ne? Als ich hier unten ausgebaut habe, Spinnen gehört die ganze Zeit. Super nah, da bin ich hier, habe ich einfach mal so einen ganz plumpen Tunnel dadurch gegraben. Ja, und dann kam ich hier, die Spinnen waren kein Problem, es waren zwei an der Zahl, aber dann bin ich hier weiter und da hinten wurde ich empfangen von Sprengwürmern, mehreren, ne? Und das war gar nicht schön. Also ich habe sie besiegt und ich habe ordentlich Sprengpulver eingesackt. Aber da unten, da seht ihr schon, da ist Party angesagt, ne? Da ist der Partykeller. Und da gehe ich jetzt gleich mal gucken. Aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Ihr seid jetzt richtig heiß, ne? Ich habe euch heiß gemacht. Und ja, klar, dann sehen wir uns dann gleich wieder. Auf Wiedersehen. Seid schön lieb.